Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anlegerinnen und Anleger, der Ausbruch des Coronavirus hat in den vergangenen Tagen und Wochen für umfangreiche Verluste an den Kapitalmärkten gesorgt. Grund genug, sich Gedanken darüber zu machen, wie sich die weitere Entwicklung gestaltet. Eine Möglichkeit bietet das Wolf-Modell. Beim Wolf-Modell steht jeder Buchstabe für eine unterschiedliche Entwicklung der Kapitalmärkte. Bei der V-Konstellation gibt es zunächst einen Crash an den Kapitalmärkten. Die Marktteilnehmer realisieren jedoch, dass die Realwirtschaft kaum betroffen ist, investieren wieder und sorgen so für eine schnelle Erholung zu alten Höchstständen. Bei der U-Formation geschieht Ähnliches, nur zeitverzögert. Hier gibt es zunächst einen Crash an den Kapitalmärkten und die Wirtschaft steckt in einer Rezession oder in einer Vertrauenskrise. Es dauert eine Weile, bis Marktteilnehmer Vertrauen zurückgewinnen, bis Staaten reagieren oder Zentralbanken unterstützen und eine Erholung tritt ein. Bei der L-Formation tritt diese Erholung nicht ein. Zunächst crashen hier die Kapitalmärkte und sämtliches Vertrauen geht verloren. Die Wirtschaft stagniert, gerät in eine Rezession und die Politik und die Zentralbanken sind nicht in der Lage, für eine Erholung zu sorgen. Eine langfristige Rezession ist die Folge. Bei der W-Formation folgt auf den Crash zunächst eine Erholung. Spekulanten steigen in die Märkte ein und erhoffen sich eine rasche, starke Erholung entsprechend der V-Formation. Die Realität zeigt jedoch etwas anderes und die Volkswirtschaft gerät in eine Rezession. Dies führt zu einem zweiten starken Rückgang der Kapitalmärkte. Erst nach einiger Zeit ist wiederum eine Erholung möglich und somit entsteht die W-Formation. In Krisensituationen ist es unmöglich, die weitere Entwicklung der Kapitalmärkte vorherzusehen. Wir können jedoch Wahrscheinlichkeiten berechnen, von denen wir glauben, dass die einzelnen Szenarien zutreffen. Für die W-Formation gehen wir momentan von einer Wahrscheinlichkeit in Höhe von 25% aus. Eine Erholung der Kapitalmärkte könnte kurzfristig erfolgen, zum Beispiel durch Zentralbankmaßnahmen oder die Fiskalpolitik. Ernüchterung in Folge könnte eintreten, wenn das Coronavirus doch größere und langfristigere Schäden in der Volkswirtschaft hinterlassen hat, als ursprünglich gedacht. Die U-Formation halten wir momentan für am wahrscheinlichsten. Nach der starken Korrektur dauert es mit Sicherheit einige Zeit, bis die Volkswirtschaft das Coronavirus und die Folgen bewerkstelligt hat. Einige Monate können vergehen, bevor Vertrauen zurück an die Kapitalmärkte kommt und diese wieder steigen. Der L-Formation weisen wir momentan eine Wahrscheinlichkeit in Höhe von 20% zu. Letztlich besteht das Risiko, dass das Coronavirus die Volkswirtschaft langfristig trockenlegt und diese kaum aus eigenen Kräften wieder auf die Beine kommt. Marktteilnehmer halten langfristig ihre Investitionen zurück und so sind viele Monate oder sogar Jahre möglich, in denen es zu kaum Kurssteigerungen kommt. Die V-Formation halten wir aktuell für am wenigsten realistisch. Hierfür müssten sich die Märkte in den nächsten Wochen und Monaten stark erholen und wir müssten alte Höchststände wiedersehen. Aufgrund der momentan schon abschätzbaren Folgen des Virus auf die Volkswirtschaft können wir nicht davon ausgehen, dass wir eine schnelle, starke Erholung an den Kapitalmärkten sehen werden. Um schwierige Situationen wie diese zu meistern, gilt es einige Sachen beim Portfoliomanagement zu beachten. Erstens, keine Panik und die eigenen Emotionen kontrollieren. Denn Emotionen waren an der Börse schon immer der schlechteste Ratgeber. Zweitens, einen langfristigen Fokus beibehalten und nicht auf kurzfristige Kursgewinne spekulieren. Drittens, ein aktives Management, um sich neue Chancen zu generieren und Verluste zu begrenzen. Viertens, Cash Wars King. Liquidität übersteht die Krise meist am besten. Ist welche vorhanden, steht diese für Neuanlagen zur Verfügung. Fünftens, den Einstieg nicht verpassen. Nicht zu lange warten mit Neuinvestments, sondern auch zugreifen. Denn sechstens, jede Krise bietet auch eine Chance. Gefallene Kurse geben die Möglichkeit, interessante Titel zu günstigen Konditionen zu erwerben. Und siebtens, Mut zum Einstieg.
Nicht zu viel Zeit verschwenden mit Überlegungen, sondern auf ein Bauchgefühl hören und zur richtigen Zeit einsteigen.